Wir räumen jetzt endlich auf mit Vamedo hier in Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Ich bin mal gespannt. Es sieht nach sehr vielen Wächtern aus, aber ich glaube, die Wächter sind echt kein Problem, wenn man im Titanen unterwegs ist. Ja. Aber wir werden selbst unter Beschuss genommen. Was allerdings von ihm hier echt gut geregelt wird. Mir ist halt... Nice. Schön. Mir ist halt sein Name gerade entfallen. Also dann. Längst ist es überfällig, die Macht von Vamedo zu demonstrieren. In der Tat. So. Jetzt schauen wir mal. Wie geht das nochmal? Schnellfeuerkanone. So. Und Lichtklingen waren... Aha, okay. Das war dieser Spezialangriff sozusagen. Na gut. Vorposten. Vorposten sind wo? Moment. Blickwinkel ändern. Ja, shit. Habe ich jetzt verpasst. Aber ich glaube, die da drüben sind sowieso wichtiger. Oh, er dreht sich aber viel zu langsam, ey. Holy shit. Ja, okay, das ist anscheinend echt nur für Flugabwehr gut. Dieses Dingen. Also die Lichtklingen können wir uns echt für Ziele in der Luft sparen. Damit wir die direkt wegmachen können. So, hier unten ist noch irgendein nerviges Vieh. Und sonst zählt das als Vorposten? Nein. Ah, shit. Hau ab. Okay, der ist down, wunderbar. Hier sind jede Menge Wächter in der Erde. Oh, oh, Lichtkling. Schnell, schnell, schnell. Ja, ganz genau. Wunderbar. Und ich muss echt darauf achten. Okay. Ich glaube, es geht nicht anders. Wir müssen jetzt mal unseren Special Move zünden, der komplett verschwendet ist anscheinend, weil man weit genug dafür weg sein muss. Na, obwohl wir haben 5 von 6 sogar getroffen, aber ich hätte natürlich eigentlich lieber alle gehabt, ist klar. Okay. So. Was? Ganons Windfluch? Was zum... Komm, den machen wir mal hier weg. Ja, ja, okay, 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 schön. Barriere. Der fliegt einfach durch uns durch. Haben wir ihn dieses Mal erwischt? Ah, okay, das soll so sein, anscheinend. Na gut. Dann akzeptiere ich das mal so. Und ändern nochmal den Blickwinkel. Ah, komm, komm, noch ein bisschen. Ja, wunderbar. Okay, leuchten anscheinend auch die Vorposten, damit man die besser sehen kann. Okay. Und ich zünde jetzt nochmal den Spezialangriff. Da wir hier echt viele Assis haben, vor allem auch den großen dabei.
Haben wir... Nein. Den Typen habe ich jetzt nicht richtig getroffen. Aber ist egal. Wir haben ihn auch so down bekommen. Wunderbar. 2000 besiegt. Da unten sind, glaube ich, noch extrem viele. Vamedo muss hier richtig was wegtanken. Aber wir haben auch schon 29 von 44. Ist das da hinten was oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Was zum... Hau ab. Okay, okay, da unten, da unten, da unten. Okay, nice. Schöner, schön abgewehrt. Und ich glaube, jetzt kann ich auch nochmal den Spezialangriff zünden. Weil erstmal ist der Windfluch direkt vor uns. Und wir können die ganzen Vorposten extrem easy wegmachen. Komm, benutzen wir nochmal die Lichtklingen. Wunderbar. Nein, da oben dieser Assis. Okay, schön. So, jetzt noch da hinten und dann drehe ich direkt nach rechts rüber. Schön, nur noch drei, nur noch drei. Gut. Ja, wunderbar. Und jetzt müssen wir tatsächlich gegen Ganons Windfluch antreten. Aber wir wehren erstmal alles ab. Machen hier ein paar Kleinviecher weg. Und zünden jetzt nochmal die Spezialattacke. Mega sick. Das zieht richtig gut was ab. Und jetzt nochmal die Windklingen. Oder Lichtklingen waren's. Und da haben wir ihn gleich auch schon down. Ja, mega nice. Also, der Anfang war echt etwas holprig, aber ich habe mich meiner Meinung nach echt gut gefangen. Ja, in der Tat, wir waren echt gnädig mit den Gegnern. Vor allem am Anfang. Naja, was soll's. Wir haben es hinbekommen. Weiter geht's. Sogar in unter 10 Minuten. Plötzlich war mir, als würde mich jemand rufen. Als ich nach dem Rufer suchte, sah ich, wie Monster meine Schwester attackierten. Ich wollte ihr helfen. Und ehe ich mich versah, fand ich mich in Varuta wieder. Okay. Das war deine Macht. Habe ich recht? Anscheinend. Vielen Dank. Plot-Twist. Erst der Grund, warum wir verkacken. Was hast du denn? Los, gehen wir. Ich glaube nämlich, der kleine Wächter kommt in Breath of the Wild gar nicht mehr vor. Was passiert da jetzt? Ah. Okay. Du weißt es immer noch nicht? Die Seelen werden als Kraft gesammelt, um Ganon wiederzuholen, oder wie? Sie sind stärker geworden als gedacht. Und daher habe ich nur noch einen Auftrag für euch. Es wird der allerletzte in eurem jämmerlichen Leben sein!
Ja. Um euch zu beschützen. Eben. Habe ich mir auch gerade gedacht. Dass er nicht einfach flieht. So wirkt er nämlich nicht. Er wirkt so sehr dumm und irgendwie komisch. Irgendwie auch im ersten Moment wie ein Feigling. Aber wenn man ihn ein bisschen länger kennenlernt, also Koga, wenn man ihn ein bisschen länger kennenlernt, dann merkt man, er ist niemand, der so schnell aufgibt. Und die Jäger kämpfen jetzt auch gegen die Verheerung? Theba, Krieger der Orni, genau, Theba hieß er. Ein Krieger der Orni, der aus der Zukunft kam und den Recken Revali sehr bewundert. Wenn es ums Fliegen geht, soll ihm niemand das Wasser reichen können. Er ist ein geborener Krieger, jedoch gelegentlich vorschnell und aufbrausend. Riju, junge Königin der Gerudo. Eine aus der Zukunft gekommene Nachfahrin von Urbosa. Bereits in sehr jungen Jahren diente sie ihrem Volk als Königin, da sie ihrer früh verstorbenen Mutter auf den Thron folgte. Sie sorgt sich mehr als alle anderen um die Gerudo und folgt unerschrocken ihrem eigenen Willen. Na, alles klar. Respekt dafür. Sehr junge und vor allem könnende Anführer soll es ja auch geben. Revali und Urbosa sind zurückgekehrt. Nice. Ein Band in die Zukunft knüpfen, verfügbar. Was heißt das? Ach so. Okay. Die Quest ist einfach nur jetzt verfügbar für uns zum Komplettieren und das Ding können wir auch machen. Moment mal. Jetzt kann man es nicht mal nachschauen, ne? Na, scheiße. Ja, das hier können wir auf jeden Fall fertig machen. Mir ist nämlich im letzten oder in einem der letzten Parts nicht eingefallen, wie dieser große Steingegner heißt. Aber er heißt Ishirok oder Ivarok? Ich glaube Ivarok. Kann aber auch sein, dass ich mich da vertue, weil ich meine, mit denen habe ich mich schon öfters vertan. Ishirok. Okay, der Große ist Ivarok. Gut. Richtig? Ja, richtig, weil ich werde kaum 40 große Felsen kaputt gemacht haben. So ist es. Und hierfür brauchen wir Rüstungskürbisse, die wir hier bekommen. Und da habe ich direkt unten eine Mission gesehen, die wir machen können. Machen wir gleich direkt. Einen Moment. Maronus kriegt wieder einen Buff. Okay. Interessant. Das Beste kommt erst noch. Theba kriegt auch wieder einen Buff. Oder was heißt auch wieder einen Buff? Er kriegt auch mal einen Buff. Genauso wie hier. Wir kriegen das Orni-Gewand. Die Orni-Federn wirken wärmedämmend, was es zur ersten Wahl für Besucher von Torbanta und Hebra macht. Nice. Und schon wieder ein Buff. Ich muss noch stärker werden. Für Theba. Nochmal Herzenbonus, okay. Und wir haben, was, 40 Edelgeflügel, 40 Tabantaweizen, 40 Ziegenbutter und 40 mal Steinsalz. Also davon dürften wir jetzt mehr als genug haben. So, das können wir auch noch abschließen. Entfernung aller Siegel erlernt, was? Was heißt das? Siegel von Waffen entfernen. Die Heilige Schmiedegilde ist nun in der Lage, Siegel von Waffen zu entfernen. Du kannst Waffen nach deinem Geschmack anpassen und ihnen so den letzten Schliff geben. Geht doch, Mann. Endlich. Meine Fresse. So. Du hast es geschafft.
Rezept Knusperschnapper, erlittener Schaden um 10% reduziert. Mega geil. Und es kommt etwas Neues dazu, was wir ebenfalls direkt abschließen können. Es scheint funktioniert zu. Oh mein Gott, okay. Revali anscheinend, okay, okay, okay. Kriegen wir hier das noch zustande irgendwie? Also da können wir das auf jeden Fall kaufen. Nur kriegen wir das andere dann auch noch hier unten. Ja, 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 warte, warte. Wir brauchen aber noch 5 Dreifarbkarpfen. Ja gut, machen wir erstmal das hier unten. Wir machen jetzt alles, was wir können. Und dann geht's gleich weiter. Leunenzeug wieder brauchen wir dafür. Längerer Kombo-Angriff lohnt sich nicht wirklich, aber... Also dafür, dass es Leunenkram ist, aber ich möchte sowieso alles machen, ist klar. Also machen wir das dann einfach. Das kriegen wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, wo wir das kriegen könnten. Abschlussquote 35%. Okay. Da brauchen wir wieder Leunenurkunden, klar. Entfernung einzelner Siegel erlernt. Okay. Also wir können dann hinterher alle und einzelne entfernen. Das ist auf jeden Fall schon mega geil. Ich denke, das werde ich dann mal zum nächsten Part machen. Mir anschauen, wie könnte man die kombinieren, die Dinger. Und dann können wir ja im nächsten Part mal so richtig schön upgraden. Tebas Training. Let's go. Bin ich mal gespannt, was das Dingen so zu bieten hat. Und wir kriegen hier tatsächlich das Geflügel. Nicht die Karpfen, von denen wir eben 5 gekauft haben, sondern wir kriegen 10 Geflügel. Damit haben wir dann das ganze Geflügel, was wir brauchen für diese eine Quest. Und können dann hoffentlich gleich nochmal Karpfen kaufen. Na komm, mach mal hin hier. Ich weiß übrigens nicht, ob man es hört oder noch hört, was auch immer. Aber ich bin immer noch erkältet. Ist immer noch nur leicht, also hat sich nicht wirklich verschlimmert oder gebessert. Was ist das für ein kranker Kampfstil? Das ist ja richtig heftig, um richtig viele Gegner wegzumachen. Wobei ich auch gerade merke, dass er... absolut nicht viel Damage macht. Ne. Also, Damage ist auf jeden Fall nicht da. Außer mit den starken Angriffen. Da sind die echt mega nice. Da kann ich echt nichts gegen sagen. Aber so, die normalen Angriffe sind eher Trash. Eins, zwei, drei und... Hallo. Ah ne, es sind nur 2. Man muss nur 2-mal. Wobei ich nicht ganz schnalle, wie das ist. Ich dachte, er hätte keinen dritten. 1, 2, 3 und dann... Ah doch, das war dann dieser. Aber ich finde... das nach 2 Angriffen tatsächlich geiler. Das ist schon irgendwie geiler, der Angriff, oder? Ah, Bullshit. Ja, sehr gut. Ja, das hast du. Das hast du.
Okay, aber ich glaube, das ist es noch nicht gewesen, wenn wir das hier geschafft haben mit den Gegnern. Weil da drüben gibt es anscheinend noch eine Stage, die sich gleich öffnet, und zwar jetzt. Ah, okay. Okay, den ersten habe ich noch nicht gemacht. Also diesen hier, diesen Spezialangriff. Aber ich finde ihn auch nicht so krass, also... braucht man auch nicht wirklich. Dafür sind die Angriffe schon viel geiler. Jawoll, schön nach vorne geprescht und aufs Maul gegeben. Zack. Schön Kryo-Modul, schön das Kryo-Modul eingesetzt. Und jetzt kriegt er richtig heftig aufs Maul mit einem mega krassen Feuertornado. Was zum Teufel geht bei dir, Mann? Ja, komm. Benutzen wir mal hier den Spezialangriff. Da ich denke, das ist der letzte Gegner und so ist es. Nice, schön gemacht. Also mit Teba zu fighten, sick. Wobei ich mir ihn gegen so große Gegner ungeil vorstelle. Vielleicht müssen wir ihn aber auch einfach vernünftig upgraden, genauso wie die anderen. Damit die vernünftig was können. Oder vielleicht ist es auch tatsächlich so gewollt, dass Link einfach der Stärkste ist. Weil er eben so der Held ist, er hat das Master Sword, er ist der Auserwählte. Macht deswegen auch, gerade eben wegen seinem Master Sword auch, weil das ja auch die Kraft hat, das Böse zu verbannen. Macht es deswegen am meisten Damage. So, ich wollte hier rein. Und zwar wollte ich mal alle ganz gut upgraden. Das ist dann so... ja, Stufe 50 können wir mal machen. Ich glaube, das ist echt ganz geil. Stufe 50 ist auf jeden Fall noch im Rahmen. Ja, wobei, wenn ich mir das hier so anschaue. Das leert dann doch schon sehr stark die Tasche. Holy shit. Nee, also ich glaube, ich werde dann doch erstmal noch ein bisschen behalten. Weil sonst haben wir hinterher gar nichts mehr. Und ehe wir dann... ja, ganz genau. 1500. Ehe wir dann was ausgeben müssen, wegen der Quest, lasse ich das einfach erstmal sein. Dann kämpfe ich halt mit Link. Was soll's. Und gibt's jetzt ernsthaft hier keine scheiß Fische? Ja komm, brauchen wir nicht. Böse Peanuts-Mission da. Die schaffen wir auch so. Riju, wenn du ZR gedrückt hältst, verfällt Patricia in Raserei. Sie ist dann schwieriger zu steuern, legt dafür aber eine furchterregende Geschwindigkeit an den Tag. Okay, also gut, um schnell voranzukommen? Oder macht das auch Damage? Können wir ja gleich mal austesten. Riju und Patricia sind ExpertInnen in Sachen, Sachen Sprintangriff. Okay. Dann schauen wir mal. Macht das Damage?
Ja, es nimmt die Gegner auf jeden Fall echt gut mit. Aber es macht anscheinend nicht wirklich Damage. Außer man sprintet wirklich in die Gegner rein. Dann kann man die knock-uppen. Und schlussendlich dann auch richtig fett wegkombon. Hier sind irgendwie nicht viele Gegner, ne? Hier sind echt nicht viele Gegner. Ja, geht doch. Genau darauf habe ich nämlich gewartet. So schleichen können wir nämlich nicht weitermachen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Aber so funktioniert das, ey. Holy shit. So, komm. Mach mal hin hier. Ah, ja, Stasis. Wunderbar. Schön. Ja, gut. Aber ich hatte vergessen, dass ihr Stasis echt kacke ist. gerade so. Nice. Okay, komm. Kloppen wir mal den Spezialangriff raus. Kein Bock hier jetzt. Mach den mal weg. Mach ihn weg. Gut. Du hast den Moblin besiegt. Schön. Ah, da drüben. Gut. Ich denke die ganze Zeit, komm ey, ihr wollt doch jetzt nicht ernsthaft so einen Asozialen machen, dass man sich hier schon wieder so extrem beeilen muss. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich so auf unsere besiegten Gegner schaue und dann das Zeitlimit beachte, kann das doch echt sein. Die Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Ja gut, zu Anfang gab es echt wenige Gegner. Ich glaube, das wird sich jetzt so langsam mal ändern. Jawohl. Deswegen glaube ich, dass wir es doch noch schaffen werden. 1, 2, 3, 4. Ja, ich weiß nicht. Wie soll man das abschätzen? Vor allem, wie viele Spezialangriffe hat sie denn? Und warum macht die Scheiße nur so wenig Damage? Das macht echt ultra wenig Damage. Ja gut, da drüben sind aber wieder welche. Komm, 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 komm. Los, los. Oh, da sind richtig viele. Komm. Die nehmen wir jetzt alle mit. Machen dann den Spezialangriff. Und kloppen sie alle weg. Ey, holy shit, nur noch 50. Und nochmal. Dann dürften es nur noch eine Handvoll sein, die wir besiegen müssen. Na, 35 müssen wir noch. War jetzt gar nicht so geil, wie ich gedacht hatte. Aus irgendeinem Grund wurden die echt viele nicht mitgenommen. Es ist nicht mehr viel Zeit übrig. Ja, wir brauchen aber auch nur noch 20. Oh, was zum... Was war das denn? Das ist ja richtig geil. Komm, nur noch 7. Und dafür noch über 30 Sekunden übrig. Ja, komm, schaffen wir. Schaffen wir locker.
Vor allem, wenn wir jetzt nochmal eine Spezialattacke zünden. Sollten wir es hinbekommen, aber wir haben noch einen schwarzen Moblin vor uns. Jetzt bloß nicht failen, ey. Und bloß nicht Stasis einsetzen. Das ist so useless bei ihr. Das ist ultra useless. Also lassen wir es sein. Ja, rast schön an ihn vorbei. Genau so will man das. Wenn er gerade bewegungsunfähig ist und man einen Balken abziehen kann. Das ist immer die beste Idee. Dann einfach gar nichts zu machen. Aua. Jawohl, schön. Wenigstens mal den Attackenhagel. Ach komm. Benutzen wir das. Und dann ist Schluss hier. Ja. War zwar... Wir haben es zwar geschafft, aber nicht mit Glanz. Absolut nicht. Was soll's. Geschafft ist geschafft. Auch wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat. So, da kriegen wir wieder ein bisschen dazu. Okay, wir können das hier noch abschließen. Bin ich stärker geworden? Ja, das bist du. Und, ja gut, anscheinend gibt es jetzt nichts mehr. Wir können jetzt hier auch leider keine Fische mehr sammeln. Das ist shit. Ich werde mal versuchen, so viel wie möglich dann für den letzten Part zu sammeln, dass wir hier diese ganzen Scheiß-Dinger mal abschließen können. Dann werden wir uns mal daran setzen, noch die restlichen Einzelmissionen, also diese kleinen Dinger hier, abzuschließen. Und dann hoffe ich, dass wir dann im übernächsten Part, oder spätestens im übernächsten Part, hier mit der Story weitermachen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.